Und nachdem dies geschehen war, haben ja doch viele wahrscheinlich geglaubt, dass die Karriere von Hansi Flick womöglich beendet sein würde. Barcelona gegen Bayern München. Mein Gott, das klingt nach Weltklasse-Fußball und wird es wohl auch werden. Der Mittwoch in der Königsklasse und wir starten gleich rein. Mit Marcel. Buen dia. Und das kann auch Miguel sagen aus Madrid. Buenos dias aus der Welthauptstadt des Fußballs. Übrigens haben wir auch einen Podcast zum Thema Champions League mit Alex Trücker und Julius Eid. Also da gerne mal reinhören und Cash mitnehmen. So geht's. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Und wir haben noch einen Gast, der zu diesem Spiel passt, wie kein zweiter, Günther Klein. Denn Günther hat eine Biografie über Hansi Flick, dem aktuellen Barcelona-Trainer, geschrieben. Hallo Günther. Hallo Carsten. Günther, du hast ein Buch geschrieben über Hansi Flick und jetzt kommt dieses Spiel. Das soll ja auch bedeuten, die ehemaligen Mitspieler, die so viel gewonnen haben mit Hansi Flick, treten jetzt in Barca an. Wie siehst du diese Konstellation? Die könnte natürlich interessanter nicht sein im Rahmen dieser neu gestalteten Champions League. Ja auch, dass es nur ein Aufeinandertreffen gibt und also nicht Hin- und Rückspiel. Also ja, ich glaube, das hat eine gewisse Brisanz, nicht nur, weil Hansi Flick eben bei den Bayern war, sondern auch aufgrund seiner jüngsten Geschichte in Deutschland, aufgrund des doch sehr krachenden Scheiterns mit der deutschen Nationalmannschaft. Nachdem dies geschehen war, haben ja doch viele wahrscheinlich geglaubt, dass die Karriere von Hansi Flick womöglich beendet sein würde. Und schon überhaupt, dass es geschafft hat, sich einen internationalen Top-Club für sich zu gewinnen, ist schon eine besondere Form des Comebacks. Die Gründe für sein Scheitern, wo siehst du die? Wenn man so erfolgreich ist mit Bayern München und dann aber krachend, wie du es richtig gesagt hast, scheiterst mit der Nationalmannschaft. Ich glaube, er hat die Aufgabe damals ein bisschen falsch eingeschätzt. Er hatte ja diesen Grundstock an Bayern-Spielern, mit denen er vertraut war, aber es fiel ihm dann schwer, so war es meine Wahrnehmung, zu Spielern aus anderen Vereinen, mit denen er noch nicht so gut bekannt war, diesen Draht und diese Nähe aufzubauen, weil man dafür bei der Nationalmannschaft auch nicht die Zeit hat. Ich habe ja für die Biografie mit vielen Leuten auch gesprochen, die ihn gut kennen, schon seit Jahrzehnten. Und da habe ich danach dann auch gehört, naja, besser wirkt der Hansi dann doch bei einem Verein, wo er permanent und über Jahre hinweg mit den Spielern arbeiten kann, wo sie erkennen, was er menschlich für sie bedeuten kann, welches Betriebsklima er innerhalb einer Mannschaft schafft. Und beim DFB war es einfach so, das hat gefehlt. Und er ist eben durch den Druck, durch Katar, durch das, was dann danach war, ist er immer mehr zum Getriebenen geworden. Und es hat ja am Schluss gewirkt wie eine Erlösung. Miguel, glaubst du auch, dass es ein Vorteil ist, dass sich Hansi Flick gerade mit den Nebenschauplätzen gar nicht abtun muss? Absolut. Also er hat die Mannschaft voll im Griff. Man hat das Gefühl, das ist ja sehr, sehr wichtig bei Trainern, gerade bei Top-Teams, dass die Spieler auf den Trainer hören, dass der Diskurs ankommt. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig. Er kann sich voll und ganz auf die Mannschaft konzentrieren. Und er muss natürlich sagen, er hat natürlich auch Qualität. Ne? Also Vicente del Bosque sagte immer früher, jeder Trainer ist so gut seine Spieler sind. Ne? Und das trifft bei Barcelona auch zu. Wir reden alle von dieser galaktischen Mannschaft von Real, aber Barcelona, oho, die haben auch sehr, sehr gute Spieler. Natürlich sprechen alle von Lamine Yamal, ne? Von diesem Wunderkind, wie wir das seit Messi nicht mehr gesehen haben. Ich glaube sogar international und von dem wird sehr viel erwartet und er sagt selber, er kann mit dem Druck sehr gut umgehen. Und das ist wichtig für Barcelona. Also das wird ein sehr interessantes Duell, ein Bombenduell. Lamine Yamal gegen Alfonso Davies. Davon gehe ich aus, dass Alfonso Davies hinten links spielt. Also gerade dieses 1-1-Duell wird sehr, sehr spannend. Und ja, Hansi hat sich da voll integriert, ist beliebt, hat die Rückendeckung der Mannschaft und des Vorstandes. Von daher sehe ich einen leichten Vorteil für Barcelona.
Sehe ich übrigens nicht, denn ich war im Stadion Samstagabend, als die Bayern den VfB Stuttgart weggefegt haben mit 4 zu 0 und Harry Kane hat mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich meine, das Physische, was diese Mannschaft auf den Platz bringt, das könnte ich mir vorstellen, wird auch Barcelona vor große Probleme stellen. Marcel, was sagst du? Ja, Carsten, wer hätte das gedacht, dass wir beide uns in Bezug auf den FC Bayern mal komplett einig sind? Denn ich sage tatsächlich auch, dass die Bayern Vorteile haben gegenüber Barcelona in dieser Partie. Und ich argumentiere unter anderem damit, dass ja aller Voraussicht nach Jamal Musiala zurückkehren wird. Der wurde ja am Samstag noch ja, nicht eingesetzt, saß auf der Tribüne, hätte aber wohl in einem ganz, ganz wichtigen Spiel schon wieder zum Einsatz kommen können. Deswegen ist jetzt durchaus möglich, dass er gegen Barcelona zum Einsatz kommt. Das würde dann allerdings bedeuten, dass vielleicht Thomas Müller wieder auf die Bank rutscht. Und das ist gar nicht gut, denn Carsten, Thomas Müller hat in insgesamt 10 Spielen gegen Barcelona 8 Tore erzielt und 2 weitere vorbereitet. Also das ist der Ja, da absolute war er aber auch Barcelona. noch jung und knackig. Jetzt ist er ein bisschen älter geworden. Also der kann von der Bank kommen, meinetwegen. Jetzt ist er alt und knackig, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist er. Alt und knackig, ja. Ja, er ist der absolute Barcelona-Experte und Carsten, er steht natürlich auch so ein Stück weit sinnbildlich dafür, dass die Barcelona zuletzt ein richtiger Lieblingsgegner für die Bayern war. Kann man ja gar nichts anders sagen. Die letzten 6 direkten Duelle hat Barcelona allesamt verloren und dabei insgesamt 22 Gegentreffer kassiert. Also fast 4 Gegentreffer im Schnitt pro Partie. Ich erinnere mich dann nochmal an dieses 8:2 von Barcelona damals, übrigens unter Hansi Flick von den Bayern, nicht von Barcelona, gegen Barcelona aber. Und ich glaube, dass die Bayern deswegen echt ganz gute Chancen haben werden. Mein erster Ansatz aber ein anderer. Ich sage bei meinem ersten von 2 Tipps, dass wir in der ersten Halbzeit bereits mindestens 2 Tore sehen werden. Ich glaube auch, dass es ein relativ spektakuläres Spiel werden wird. Beide Mannschaften haben ihre Stärken auf jeden Fall in der Offensive. Deswegen 2 Tore in der ersten Halbzeit oder mehr. Dafür bekommen wir eine Quote von 2,0 bei 2 Units als Einsatz. Jetzt hat es offensichtlich geschafft, in Barcelona auch ein gutes Betriebsklima zu schaffen. Wie glaubst du, ist das vonstatten gegangen? Denn wie gut spricht er Spanisch? Also über die Kommunikation muss das ja ein bisschen schwieriger sein. Er spricht ein akzeptables Englisch, aber nicht alle Spieler sprechen Englisch. Ich habe Marc-André ter Stegen vor der Europameisterschaft zu dem Thema mal gefragt, wie das mit der Kommunikation sei. Und da meinte ter Stegen, er müsste schon Spanisch lernen und er müsste das auch richtig machen. Es sei nicht damit getan, dass man dann in Deutschland einmal in der Woche in den Sprachkurs geht und dann draußen auf der Straße und im Alltag wieder Deutsch redet. Er muss praktisch da völlig eintauchen in diese Gesellschaft, braucht diese Umgebung, diese Sprachumgebung, damit er sich da schnell eingewöhnt. Es ist im Spiel jetzt allerdings auch eine interessante Geschichte erschienen über ihn jetzt im Vorfeld dieses Spiels. Und da wird es eben als gewisser Vorteil geschildert, dass er nur auf Englisch kommuniziert und weder Spanisch noch Katalan jetzt in so einer konversationsfähigen Form kann, weil dadurch ist er bei vielen Themen, die sonst den Barcelona-Trainer auffressen können, ist er komplett außen vor. Ja, die Geschichte heißt Der Facharbeiter und sie beschreibt eben, wie Hansi Flick sich in diesem Umfeld Barcelona völlig darauf konzentrieren kann, nur seine sportliche Arbeit rund um den Fußball zu machen. Keine Vereinspolitik, keine großen Ansagen, just do the work. Das ist eine spannende Variante beziehungsweise eine spannende Komponente, die du da ins Spiel bringst. Aber wie kann er dann mit den Spielern so gut kommunizieren, dass die offensichtlich seinen Fußball spielen und sehr erfolgreich Fußball spielen? Er hat ja Heiko Westermann als Co-Trainer, der sehr gut Spanisch spricht. Und ich glaube, Fußball lässt sich ja auch abseits der gesprochenen Sprache erklären. Also ich glaube, das, was er sagen will, das bringt er rüber. Und zu den Spielern hat er ein sehr gutes Verhältnis. Es gab ja neulich mal die Szene, als Lamine Yamal, das Supertalent und den frisch gebackenen Europameister, ausgewechselt hat und der natürlich nicht sonderlich zufrieden war mit dieser Entscheidung. Aber hinterher hat er dann den Trainer umarmt und alles war gut. Ich glaube, das ist einfach, er schafft es schon, die Spieler spüren zu lassen, dass er A, eine Ahnung hat von Fußball. Ja, er lässt sie auch wieder so spielen, dass es Spaß macht. Barcelona ist eine Mannschaft, die ein Spiel auch mal hoch gewinnt, die auch jetzt wieder ein bisschen mehr Gegentore bekommt als in ein paar früheren Meisterjahren, die allerdings auch mal einen Gegner 7:0 wegputzen kann. Und die andere Seite neben dem Fußballerischen ist eben einfach Mannschaftsführung,
das Menschliche und was dem Verein zufriedenstellt und die Fans ist, dass er bereits 5 Spieler aus La Masia hat spielen lassen in diesem Jahr, weil damit befriedigt er natürlich das, was der Verein von sich selbst erwartet. Ja. Er erfüllt diese Vorgaben an die Identität, die der FC Barcelona einfach hat. Es muss mehr als ein Club sein, wie der Slogan lautet, man muss besonders sein, man muss sich eben dieser Region verbunden fühlen, den eigenen Ausbildungsprinzipien, und das kriegt er momentan ganz gut hin. Also er lässt es auf eine gute Weise laufen. Ein wunderbarer Aspekt bei diesem Spiel ist die Auseinandersetzung Lewandowski gegen Kane, die beiden Mittelstürmer. Lewandowski, Rekordschütze, damals die Saison 41 Treffer, das war legendär. Und Kane steht jetzt aktuell bei 44 Toren in 39 Bundesligaspielen. Wieder ein Hattrick gegen Stuttgart, übrigens den Ball, ich habe ihn interviewen dürfen, gibt er seinem Sohn Louis. Also der wird mit diesem Hattrick-Ball spielen. Das ist aber nur ein Nebengleis. Miguel, wer ist stärker, Harry Kane oder Lewandowski? Lewandowski, ganz klar. Da reden wir von einer ganz anderen Garnitur momentan. Und außerdem bezüglich Harry Kane ist bei wichtigen Spielen nie da. Das hat man gesehen, Champions League Endspiel, da waren wir ja beide da, in Madrid, gegen Liverpool, hat man jetzt bei der EM gesehen, da wurde viel von ihm erwartet. Jetzt zum Beispiel bei Aston Villa hast du ihn gar nicht gesehen. Wie gesagt, da gibt es also viele Beispiele, wo Harry Kane gerade in wichtigen Spielen, wo er da sein muss, letztes Jahr Halbfinale gegen Real Madrid, hat er gar nichts von Harry Kane gesehen. Also der, angeschlagen hin und her. Es geht nicht dabei jetzt, dass er keinen Titel geholt hat, aber dass er bei wichtigen Spielen genau der ist, den man erwartet. Und das wird in Barcelona genauso sein. Das kann ich dir jetzt schon prognostizieren. Also ich kann mir nicht vorstellen. Perfekt, dass Miguel. Also du stößt da eine Diskussion an, Miguel. Du stößt da eine Diskussion an, die ich gleich weitergebe. Eure Kommentare, eure Meinungen dazu, die brauchen wir zu dieser Thematik. Und was wir auch brauchen, den zweiten Tipp von Marcel. Ist jetzt zwar nicht mein zweiter Tipp, aber ich halte einfach mal dagegen. Ich sage, Harry Kane wird ein Tor erzielen im Camp Nou. Ja, ich sehe das übrigens auch ein bisschen anders. Ich sage, dass Harry Kane mindestens mal auf dem gleichen Niveau performt wie Lewandowski. Klar, in der Bundesliga, da macht ja selbst ein Gerassi fast 30 Tore. Deswegen ist das vielleicht nicht der Maßstab. Aber Kane hat es auch schon in der Premier League gezeigt, dass er viele Tore macht. Das sehe ich dann wirklich noch mal stärker als in Spanien und auch als in Deutschland. Deswegen, klar kann man darüber diskutieren, dass er in den wichtigen Spielen öfter mal untertaucht. Das ist vollkommen legitim. Aber trotzdem sehe ich ihn, wenn man ihn wirklich 1:1 vergleichen müsste mit Lewandowski, keineswegs schlechter. Ja, aber mein zweiter Tipp noch mal. Ich bin eher bei den Bayern. Wenngleich ich eins noch sagen will, Carsten, Hansi Flick hat 17 seiner bisherigen 20 Champions-League-Spiele als Trainer gewonnen. Das entspricht einer Quote von 85% und diese Quote toppt kein anderer Trainer in der Champions League, der mindestens zweimal an der Seitenlinie stand. Also das ist wirklich nochmal eine ganz interessante Statistik, weil wir jetzt viel über Hansi Flick auch gesprochen haben, und wenn wir dann abschließend noch was über Lewandowski sagen, der hat immerhin 20 Tore in seinen letzten 15 Champions League Heimspielen erzielt. Nochmal unter dem Strich, ich gehe davon aus, dass wir viele Tore erleben werden, aber ich glaube, wie gesagt, auch an einen Auswärtssieg der Bayern, deswegen haue ich einfach mal einen raus und sage 2:82, die Bayern entführen alle 3 Punkte aus dem Camp Nou, und da gehe ich mit 2 Units als Einsatz drauf. Günther, komm, dann brauchen wir noch einen Ergebnistipp. Hau mal einen raus. Ja, ich sag mal ein 3:2, also Spektakel sollte man angesichts der Persönlichkeiten, die da auf dem Platz stehen, auf beiden Seiten schon erwarten können. 3:2 soll heißen Barça 3. Für Barça, 2. Ja. Genau, okay. Für die Heimmannschaft. Ja. Nehmen wir gerne mit, Günther, und es war wie immer ein Fest. Vielen Dank und viel Spaß heute. RB Leipzig gegen Liverpool, der nächste Kracher. RB ziemlich solide unterwegs aktuell, was die Punkte betrifft. Šeško hat jetzt gestern einen kleinen Egoismusanfall gehabt. Das war für mich schon mal die Szene des Spiels. Ansonsten, Marcel, was sagst du? Gegen Liverpool, holen die da was? Carsten, erstmal vorab, vor dieser Partie gibt es eine ganz, ganz wichtige Frage. Weißt du welche? Gibt's Würstchen mit Senf? Nein. Ist Jürgen Klopp im Stadion oder nicht? Und zu wem hält er? Und trinkt er eine Dose oder nicht? Das ist auch eine Frage.
Klar, Jürgen Klopp ab 1. Januar dann in Diensten von RB, Head of Global Soccer. Also da steht er unter anderem für RB Leipzig, für RB Salzburg. Und deswegen finde ich es ganz interessant, ob er bei dieser Partie da sein wird, weil er eben eine Mannschaft sieht, die er künftig mitverantworten wird mit RB Leipzig. Und er sieht seine Ex-Mannschaft, er sieht den FC Liverpool. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht inkognito mit einer ganz tief ins Gesicht gezogenen Mütze da sein wird. Mit einer Halloween-Maske, Halloween-Maske würde ich vorschlagen. Du meinst, dass er sich die guten Zähne wieder rausnimmt und die alten wieder einsetzt. Sehr gut, komm, jetzt hau mal einen Tipp raus. Wir müssen hier zur Potte kommen. Ja, Carsten, ich hau mal einen Tipp raus. Sag aber erstmal ein paar Statistiken zu dieser Partie, denn Leipzig hat in den letzten 10 Partien, Europapokalpartien gegen englische Mannschaften, 32 Gegentreffer kassiert. Das sind über 3 im Schnitt. Hinzu kommt, dass Leipzig natürlich unter Druck steht. Die haben zweimal verloren zum Auftakt in der Champions-League-Saison gegen Juventus und auch gegen im ersten Spiel gegen Atletico Madrid. Und die brauchen jetzt eigentlich schon 3er, wenn sie dann nochmal wirklich auch in Richtung Mittelfeld der Tabelle ja, schielen wollen. Und zudem darf man auch nicht vergessen, dass Leipzig extrem anfällig ist, wenn es darum geht, in den letzten Minuten einer Partie Gegentore zu kassieren. Seit 2019, 2020 haben sie allein 17 Gegentreffer in der Königsklasse in den letzten 10 Minuten kassiert. Das sind alles so Statistiken, die ich auf jeden Fall in meiner Tippabgabe auch berücksichtigt habe und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass Liverpool schon favorisiert ist, dass ich aber unter dem Strich von einer Partie ausgehe, in der ich weniger Tore erwarte, als das die Buchmacher tun. Die gehen nämlich davon aus, dass wir 4, 5 Tore erleben werden. Ich sage, nee, maximal 3. Liverpool spielt einen ganz, ganz anderen Fußball als letztes Jahr. Leipzig ist defensiv auch sehr stabil, stellen aktuell die beste Defensive in der Fußball-Bundesliga. Und deswegen sage ich unter 3,5 Tore, also maximal 3 Treffer im Spielverlauf, 1,70 die Quote und 3 Units der Einsatz. Stade Brest ist Gastgeber für Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, viele wilde Spiele, viele knappe Spiele. Also da ist eigentlich wenig Souveränität. Und Stade Brest hat sich bislang in dieser Champions League gut geschlagen. Überleg dir mal, Carsten, du hättest vor 2 Jahren die These rausgehauen, am 3. Spieltag in der neu erschaffenen 36 Teams umfassenden Ligaphase der UEFA Champions League handelt es sich um das Topspiel Stade Brest gegen Bayer Leverkusen. Ja, also wäre man in den letzten Gedanken nicht mal drauf gekommen. Aber Fakt ist, beide Mannschaften sind mit 6 Punkten gestartet. Du hast es gesagt, Stade Brest überraschenderweise 6 Punkte auch schon geholt. Allerdings gegen 2 Gegner, die jetzt vielleicht auch eher im unteren Tabellendrittel anzusiedeln sind. Ja, aber trotzdem hätte man nie Stade Brest als Sieger vorher gesagt. Nein, definitiv nicht. Und trotzdem sage ich jetzt, dass Leverkusen dieses Spiel gewinnen wird. Und ich sage dir auch warum. Stade Brest spielt ja bislang eine durchschnittliche Saison in der Liga. Sie stehen aktuell nur auf Position 9, haben erst 3 von 8 Spielen gewonnen, haben auch schon 14 Gegentreffer kassiert. Auch das muss man berücksichtigen. Leverkusen hat durch den Sieg gegen Frankfurt auch einen wichtigen Dreier gelandet, auch wenn der relativ glücklich zustande kam. Ich sage nur, vermeintliches Foulspiel an Ekitike. Für mich ein ganz, ganz klares Foul, ein ganz, ganz klarer Elfmeter und rote Karte. Aber ja, kommen wir vielleicht in unserer Europa League Conference League Sendung nochmal dazu, wenn wir über die Eintracht sprechen. Aber was Leverkusen machen muss, auf Abdallah Simar aufpassen. Das ist der interessanteste Spieler bei Stade Brest, hat bereits 3 Treffer in der laufenden Champions-League-Saison erzielt und er bildet ein kongeniales Duo mit Ludovic Ajorg, den wir auch noch aus seiner Mainzer Zeit aus der Bundesliga kennen. Weil aber Brest ihre Heimspiele nicht zu Hause austrägt, sondern im 112 Kilometer entfernten Guingamp, sage ich, dass Leverkusen alle 3 Punkte holen wird. Ja, ich sage, Leverkusen gewinnt dieses Spiel und sie führen bereits auch zur Halbzeit. 2,12 die Quote und 2 Units der Einsatz. Inter Mailand, der Meister der Serie A, tritt in der Schweiz an bei den Young Boys, also in Bern. Danke, Carsten. Ich gebe aber gleich mal den Ball zurück an dich. Ich habe eine Frage an dich, ob du weißt, wer denn aktuell der Rekordtorschütze für Inter Mailand in der Champions League ist. Lautaro Martinez müsste das sein. Nein, fast. Ja, aktuell Markus hat Lautaro Thuram. Martinez... Nein. Lautaro Martinez hat 13 Tore erzielt und ein gewisser Adriano. Ja, wir kennen ihn noch, Adriano, früherer Brasilianer, so Oberschenkel gehabt. Großartiger Typ, ja. Also wenn der den richtigen Kopf für seine Oberschenkel gehabt hätte, Weltfußballer 3, 4 Jahre hintereinander. Unglaublicher Typ, ehrlich. Ich habe ihn oft genug erlebt. Der ist dann mal zum Karneval nach Rio geflogen, hatte zwar keine Erlaubnis, aber war erst mal 2 Wochen weg, ja. Man kennt es noch von FIFA 2008, da hat man einfach aus 50 Metern mal mit Adriano aufs Tor geschossen und der Ball hat im Netz gezappelt. Das Netz war kaputt.
Das Netz war kaputt, ja. Nee, Lautaro Martinez, ihm fehlt, wie gesagt, noch ein Tor, um eben diesen Rekord von Adriano einzustellen. Und ich glaube, das könnte ihm jetzt gelingen, auswärts in der Schweiz auf Kunstrasen. Das wissen wir ja, das hat auch Hansi Müller bereits gesagt. Start Wagendorf, Kunstrasen in Bern. Und ich sage, Inter Mailand wird hier relativ deutlich gewinnen, werden gar keine Probleme haben. Immerhin sind sie die Mannschaft, die seit dem Start der Saison 2021, 2022 die meisten weißen Westen vorzuweisen hat in der Champions League. 17 an der Zahl, also seit der Amtszeit von Simone Inzaghi haben sie wirklich die meisten Spiele in der Champions League zu Null gestaltet. Und deswegen sage ich auch diesmal Sieg Inter Mailand in Verbindung mit maximal 4 Treffern am Spielverlauf, 1,78 die Quote und 3 Units der Einsatz. Atalanta Bergamo gegen Celtic. Ich bin ja der Meinung, Atalanta Bergamo wird nicht nur in der Serie A jetzt ins Rollen kommen, sondern auch in der Champions League. Also die halte ich für extrem unterbewertet aktuell. Ja, bin ich sogar bei dir, Carsten. Ich sage, sie werden das Heimspiel gewinnen gegen Celtic Glasgow. Ademola Lookman, ja, nach wie vor der Unterschiedsspieler, gerade auf internationaler Ebene ist der richtig, richtig gut unterwegs. Wenn man das mal saisonübergreifend betrachtet, hat er in seinen letzten 5 Spielen im Europapokal 8 Torbeteiligungen vorzuweisen gehabt. Er hat ja unter anderem das Europa-League-Finale gegen Leverkusen entschieden. Er ist der Unterschiedsspieler in der Offensive nach dem Abgang von Koopmeiners. Und deswegen sage ich auch, dass Atalanta Bergamo gegen Celtic Glasgow mit mindestens 2 Toren Vorsprung gewinnt. Das ist nämlich mein Tipp. Atalanta minus 1 zu einer Quote von 2,15 bei 2 Units als Einsatz. Und eins darf man noch sagen, nach 2 Spieltagen hat Atalanta Bergamo noch kein einziges Gegentor auf dem Konto. Und Celtic Glasgow hat indes die letzten 7 Spiele in der Champions League gegen italienische Teams allesamt verloren. Und das Ganze bei einem Torverhältnis von 1 zu 15. David gegen Goliath, Man City gegen Sparta Prag, kurz und schmerzlos. İlkay Gündogan steht vor seinem 100. Champions-League-Spiel. Ja, auch das ist sicherlich mal eine Erwähnung wert, ein toller Wert. Übrigens der letzte Spieler, der bei seinem 100. Champions-League-Spiel treffen konnte, der letzte deutsche Spieler, war ein gewisser Toni Kroos. Deswegen bin ich mal gespannt. Gündogan wird sicherlich von Anfang an spielen. Und ich sage, Manchester City hat auch hier gar keine Probleme zu Hause gegen Sparta Prag. Wenngleich das eine Mannschaft ist, die man nicht komplett unterschätzen darf, haben auch schon einen offensiven Ansatz. Aber ich glaube, das wird Manchester City extrem ausnutzen, sodass ich sage, dass die Citizens bereits zur Halbzeit mit mindestens 2 Toren führen. Also Sieg City minus 1, erste Halbzeit, 2,37 die Quote, 2 Units der Einsatz. Atletico Madrid gegen Lille, unser nächstes Spiel. Und da gehen wir natürlich sofort wieder in die Welthauptstadt des Fußballs, nach Madrid zum gebürtigen Dortmunder Miguel. Also Miguel, Atletico, hauen die Lille weg? Ja, ich glaube es nicht, weil Atletico hat erstmal, muss man sagen, dass die beiden Stürmer, Topstürmer, die sie geholt haben, bisher enttäuscht haben, das muss man so ganz klar sagen, sowohl Julian Alvarez wie auch Sörloth, also das läuft nicht so rund, wie man das erwartet hat, also man wollte ja damit auch ein bisschen, auch das System so ein bisschen verändert. Mein Atletico spielt ja jetzt mit Dreierkette, versucht ein bisschen offensiver zu spielen, also Simeone hat sich vom 4-4-2 momentan endgültig getrennt. Und Lille ist natürlich eine Mannschaft, da ist man vorgewarnt, die haben Real Madrid geschlagen, ne? Die stehen hinten recht gut und sind, glaube ich, momentan eine der Überraschungen der Champions League. Von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, dass Atletico das Spiel gewinnt. Wenn es passiert, dann wird es sehr, sehr knapp sein, vielleicht 1-0 oder so. Aber Atletico, wie gesagt, hat Sturmprobleme und da stimmen einfach die Quoten, die Zahlen nicht. Und von daher kann es natürlich auch sein, dass Atletico in diesem Spiel auch patzt. Miguel sieht da Potenzial für eine kleine Überraschung. Lille, also diejenigen, die Real besiegt haben, holen die auch was in Madrid, Marcel? Komplett ausschließen würde ich es tatsächlich auch nicht. Aus den genannten Gründen ist Miguel schon ganz gut ins Detail gegangen. Vielleicht nochmal ganz kurz ergänzend zu Lille. Er hat ja gesagt, dass sie eine gute Defensive haben. Das ist absolut richtig, denn sie haben in 3 der letzten 4 Pflichtspiele zu 0 gespielt. Wettbewerbsübergreifend. Und sie haben vor allen Dingen einen Torhüter im Tor. Carsten, den will ich euch auch ganz kurz vorstellen. Lucas Chevalier. Das ist ein ganz, ganz großes Talent. 22 Jahre, ist ein U21-Nationalspieler Frankreichs. Und der ist bislang der statistisch gesehen zweitbeste Torhüter in dieser Champions-League-Saison. Das heißt, er hat gerade auch gegen Real Madrid einiges zu tun gehabt, hat dort 5
starke Paraden gezeigt und ich glaube, dass das wirklich jemand ist, der auch mittelfristig, langfristig für die Nationalmannschaft in Frankreich in Frage kommt, hat schon jetzt einen Marktwert mit 22 Jahren von 25 Millionen Euro, also sicherlich eines der größten Torwarttalente, die wir momentan haben in Europa und ansonsten hat Miguel alles gesagt zum Thema Atletico Madrid, die haben jetzt in 6 Champions-League-Spielen in Folge immer mindestens ein Gegentor kassiert, das würde ich auch diesmal erneut nicht ausschließen und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger bei meinem Tipp und sage 1x und unter 1,5 erste Halbzeit, also Atletico Madrid verliert dieses Spiel zwar nicht, es fällt in der ersten Halbzeit auch maximal ein Tor, sodass wir hier eine Quote von 1,62 bekommen und 4 Units als Einsatz draufsetzen. RB Salzburg mit Problemen nicht nur in der heimischen Liga ist Gastgeber für Dynamo Zagreb. Schwer, ja, Dynamo Zagreb hat ja auch bereits 11 Gegentreffer kassiert in der Champions League in 2 Spielen, 9 unter anderem gegen den FC Bayern, dann gab es dieses unnötige 2:2 gegen Monaco, wo man ja bis zur 92. Minute bei dieser Regenschlacht vor heimischer Kulisse geführt hatte. Jetzt in Salzburg sehe ich sie trotzdem alles andere als chancenlos, denn wir kennen ja den Pielica-Fußball von Union in der vergangenen Saison und der ist eben extrem reif, extrem abgezockt, extrem, auf gut Deutsch gesagt, abgewichst auch und ich glaube, dass diese junge RB-Mannschaft da Probleme bekommen wird. Deswegen gehe ich hier mal auf das Unentschieden. Ich sage, die Partie zwischen RB Salzburg und Dynamo Zagreb wird unentschieden enden. Für dieses X bekommen wir eine hohe Quote von 3,95 bei dann einer Unit als Einsatz. Und zuletzt dann Benfica Lissabon gegen Feyenoord. Ja, Benfica mit 2 Siegen in diese Champions-League-Saison gestartet, unter anderem ein 4:0-Erfolg zu Hause gegen Atletico Madrid. Der hat natürlich extrem Eindruck auch hinterlassen. Feyenoord hat mir bereits beim 3:2-Erfolg bei Girona nicht so gut gefallen, haben zu Hause gegen Leverkusen mit 0:4 verloren, dabei alle 4 Gegentore sogar in der ersten Halbzeit kassiert. Deswegen sehe ich hier doch relativ klare Qualitätsvorteile bei Benfica plus Heimvorteil, sodass ich ohne weiteren Zusatz einfach auf den Heimsieg der Portugiesen gehe. Das Ganze zu einer Quote von 1,60 bei dann nochmal 3 Units als Einsatz. Und auch die Mittwochsausgabe unserer Champions League-Sendung darf nicht ohne eine Kombi-Wette zu Ende gehen. Du sagst es, Carsten, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis. Wir haben natürlich auch die Dienstagsspiele ausführlich analysiert. Schaut da gerne mal das extra Video rein. Wir beleuchten auch die Conference League und die Europa League vom Donnerstag. Auch da haben wir ein extra Video für euch drin. Deswegen auch da gerne mal hier oben draufklicken. Da haben wir euch das eingeblendet. Und ansonsten gehe ich jetzt in meine Kombi-Wette rein. 3 Spiele wie immer. Ich lege los mit der Partie Barcelona gegen Bayern. Da glaube ich einfach, dass in beiden Halbzeiten Tor fallen wird, egal für wen. 1,39 die Quote. Start Brest gegen Leverkusen. Ja, ich weiß, ich bin da anderer Meinung als du, Carsten. Du bist ja, was wir gleich sehen werden, eher bei einem Unentschieden. Gleich kommt übrigens noch die Ergebnistafel, also bleib dran. Und ich sage, Leverkusen gewinnt dabei in Frankreich. Dafür bekommen wir eine Quote von 1,51. Und dann noch Young Boys gegen Inter Mailand. Auch da relativ klare Favoritenrolle zugunsten von Inter Mailand und deswegen auch hier nochmal eine 1,42, sodass das multipliziert eine 2,98 ergibt mit 2 Units als Einsatz. So, und dann hier mal unsere Ergebnistipps, also die von Miguel, Madrid Miguel, Marcel Gießen und Carsten München. Das sind unsere Ergebnistipps für den Mittwoch. Und abschließend bekommt ihr dann nochmal die Grafik der Tipps inklusive der Kombi-Wette für die Mittwochsspiele. Ja, und Marcel hat schon angedeutet, der europäische Fußball findet ja auch am Donnerstag statt und natürlich findet der auch hier bei uns statt mit einer Sendung zu diesen Spielen. Euch eine erfolgreiche und schöne Woche.